Wir alle erleben es tagtäglich in der Presse, es fehlen einfach Wohnungen. Und gerade in den Bereichen, wo wir einen besonders angespannten Wohnungsmarkt haben, also wie auch hier in Hamburg zum Beispiel, da ist es dann immer so, da gibt es erst recht ein ganz besonders geringes Angebot an Baugrundstücken. So, und der Vorteil einer Dachaufstockung ist, wir brauchen eben keine Baugrundstücke, wir müssen nicht weitere Flächen versiegeln, wir müssen nicht Grünflächen sozusagen benutzen, um weitere Gebäude zu bauen, sondern wir können dieses riesige Potenzial vorhandener Dächer nutzen und dort Wohnraum schaffen. Also wir müssen uns bei der Dachaufstockung im Grunde erstmal das Baurecht anschauen. Beim Baurecht müssen wir prüfen, ob eine grundsätzliche Aufstockung, also ein weiteres Geschoss überhaupt möglich ist. Es kann sein, dass man ein weiteres Vollgeschoss aufstocken kann. Es kann aber auch sein, dass es nur ein Dachgeschoss oder wie in unserem Fall hier ein Staffelgeschoss realisiert werden kann. Das Haus ist sehr alt, von 1960, und hatte ein Flachdach. Und dieses Flachdach musste erneuert werden, renoviert werden. Und im Zuge dieser Planung haben wir uns überlegt, das Haus aufzustocken. Es ist ein Staffelgeschoss entstanden, also zwei Drittel der Dachfläche konnte bebaut werden. Und das bedeutet, dass da ungefähr eine Quadratmeterzahl von 170 Quadratmetern rausgekommen ist, die auf zwei Wohneinheiten verteilt ist. Die Wohnung ist aufgeteilt in zwei Schlafräume, zwei Arbeitszimmer und einen durchgehenden Wohn- und Ess- und Küchenbereich. Wir wollten unbedingt einen Bauträger haben oder eine Baufirma, die in Holzbauweise Häuser erstellt, aufgrund des Gewichtes, was wir dann hier auf das Altgebäude aufsetzen wollten. Wir müssen gucken, welche Lasten können denn überhaupt vom Gebäude aufgenommen werden. Müssen eventuell noch die Fundamente ertüchtigt werden. Auch die müssen die zusätzlichen Lasten des Dachgeschosses aufnehmen. Das muss geprüft werden. Aber auch die Erschließung. Wir müssen uns anschauen, wie kommen wir überhaupt in das Dachgeschoss. Da ist das Stichwort das Treppenhaus. Kann man das vorhandene Treppenhaus nutzen? Würde man eventuell eine Außentreppe anbauen oder muss ein Treppenhaus ertüchtigt werden? Ein größeres Treppenhaus, also weiter ausgebaut werden. Also hier hatten wir die Konstellation, dass der Bauherr auf uns zugekommen ist und eine großzügige, lichtdurchflutete Wohnung schaffen wollte und auf einer Ebene wohnen wollte. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig auf einer Ebene, aber es ist sogar so, dass wir schon die Vorbereitung für einen Aufzug berücksichtigt haben, damit man eben dann wirklich im Sinne von einer Barrierefreiheit auch diese großzügig entstandene Wohnung dort oben dann barrierefrei nutzen kann. Wir haben eine Wohnung dort oben, eine sehr große Wohneinheit geplant, die hat ca. 115 Quadratmeter. Dazu kommt noch eine riesige Dachterrasse von 40 Quadratmetern. Das ist sozusagen dem Staffelgeschoss geschuldet, weil wir ja nicht auf die gesamte Fläche des Bestandsgebäudes bauen durften, sondern ein wenig einrücken mussten an den Seiten. Dadurch hatten wir den Vorteil, dass auch große Dachterrassen entstehen konnten. Daneben ist noch eine kleinere Wohneinheit entstanden von ca. 32 Quadratmetern, die auch noch mal eine Dachterrasse von ungefähr 10 Quadratmetern hat. Die will der Bauherr jetzt erst einmal vermieten, aber später, und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, eventuell bei einer Pflegebedürftigkeit dann eben auch für eine Pflegeperson nutzen. Ja, der große Vorteil ist eben, wir können es frei und individuell planen und trotzdem haben wir nebenbei diesen Vorfertigungsgrad, diesen hohen Vorfertigungsgrad, dass es vorgefertigt wird. Und nach Abschluss der Vorarbeiten an dem Bestandsgebäude, wir haben ja im Vorfeld einen gewissen Eingriff in das Bestandsgebäude, müssen Vorarbeiten getätigt werden, um eben die Basis zu schaffen, eine Plattenlage zu schaffen, auf die das Gebäude dann eben errichtet werden kann, also wo die Dachaufstockung dann wirklich montiert wird. Und nach Abschluss dieser Vorarbeiten können wir durch diesen hohen Vorfertigungsgrad wirklich im Anschluss direkt montieren. Also hier war es so, hier gab es nur einen ganz, ganz kurzen Zwischenraum von ein, zwei Wochen. Dann standen hier die LKWs und es fand die Hausmontage innerhalb von 3 Tagen statt. Und dann war oben das Staffelgeschoss im Grunde genommen im Groben, also die Gebäudehülle, fertig. Der Ablauf war wie folgt, dass wir in der Anfangszeit, in der Bauphase, in einer der Reihenhäuser, die im Altgebäude sind, wohnten. Wir haben also den Ausbau oder die Dachaufstockung voll mitbekommen.
Das lief so ab, dass zuerst das Treppenhaus erneuert oder erweitert wurde. Dann wurde das neue Dach gelegt, also die Bodenplatte für das zweite Obergeschoss, auf dem dann das Fertighaus erstellt wurde. In diesen Bauschritten ist das abgelaufen und das bedeutet, dass in der Bauphase, in der die Bodenplatte erstellt worden ist, letztlich die Wohnung, die darunter liegenden Wohnungen nach oben fast offen waren. Das musste also so abgepasst werden, dass eine trockene Phase, Wetterphase abgewartet werden musste. Es ist alles individuell gestaltet worden und das fand ich auch das Positive, dass sozusagen nicht das Gefühl entstand, dass wir ein Fertighaus hier oben erstellen, sondern ein Haus nach unseren Wünschen in Fertigbauweise, sodass die Teile hier fertig angeliefert worden sind. Aber wir haben nicht das Gefühl, dass das sozusagen ein Fertighaus ist. Es ist aus Fertigteilen erstellt, aber die Anmutung eines Fertighauses ist, glaube ich, da nicht aufgekommen. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Also wie individuell kann man sowas denn errichten? Es ist so, dass wir im Grunde genommen auf ein bestehendes Gebäude ein kleines Architektenhaus draufbauen. Wir können diese Dachaufstockung so individuell planen, dass wir die vorhandenen Gegebenheiten perfekt ausnutzen können. Auch in dem Fall ist es so, dass wir hier ein Bestandsgebäude hatten, das besteht aus drei Reihenhäusern und ein viertes Gebäude, was zwei Wohneinheiten beinhaltet. Und das Gebäude ist nicht mal im Grundriss nicht mal regelmäßig geschnitten. Es hat sogar also nicht komplett rechtwinklige Ecken. Auch das konnten wir perfekt umsetzen. Es hat mehrere Vor- und Rücksprünge, dass dort oben wirklich ein Architektenhaus entstanden ist. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.